Mahlzeit, Freunde. Herzlich willkommen zurück. Heute mal wieder mit einem neuen Video, in dem wir was weggeben. Allerdings dieses Mal kein Eis, auch wenn das Wetter dafür heute auch wieder sehr, sehr gut wäre. Wir haben heute vor, Energy Cakes wegzugeben. Das sind ja, Haferflockenriegel mit einer sehr hohen Kaloriendichte. Das heißt, wenn man mal zum Beispiel keine Mahlzeit oder sowas morgens zu sich nehmen konnte, kann man sich mal so ein Ding reinschieben und das passt. 500 Kalorien tun ganz gut. Kannst du mal ganz kurz reinfüllen, wenn du magst? Ja, sind eine ganze Menge. Ich habe von mir auch welche dazu gepackt. Den Rest hat uns der Muskelmacher gegeben und hat uns auch noch dieses nette T-Shirt hier mitgegeben vom Muskelmacher Shop. Kann man ja mal raufgehen, wenn man sich das Ganze anschauen möchte. Wir wollen natürlich heute auch ein bisschen wir haben uns einen sehr schönen Ort ausgesucht. Wir wollen natürlich auch ein bisschen heute was an die Menschen so draußen abgeben. Allerdings haben wir uns überlegt, bevor wir 70 Riegel oder so an Menschen einzeln verteilen, gehen wir lieber zu Iglu, das Tagestreff in Braunschweig. Da kann man hingehen, wenn man nichts zu essen hat, wenn man Klamotten braucht, wenn man einfach Hilfe braucht, und da wollen wir das Ganze abgeben. Und ich denke mal, da kommt es ganz gut an, da kommt es auch direkt bei den Menschen an und die werden da wahrscheinlich sich auch drüber freuen. Wir gehen mal hin. Das Problem ist, wir dürfen nicht drin filmen. Das möchten die nicht so gerne, verstehe ich auch. Deswegen filmen wir noch, wie wir reingehen, aber das drin können wir dann leider nicht filmen. Keine Sorge, ich werde sie mir schon nicht alle selber reinpfeifen. Wir gehen mal hin. Okay, wir sind das Ganze jetzt losgeworden. Oder was heißt losgeworden? Wir konnten das Ganze jetzt abgeben. Wir haben nochmal ein paar Infoblätter bekommen. Das Ganze ist echt eine super Sache, weil, wie gesagt, da können Menschen hingehen für alle möglichen Zwecke. Beratungen, Essen, Klamotten, Medikamente für die Tiere, wenn man Tiere hat. Die ganze Geschichte mit den Ämtern und so. Also es ist wirklich gut. Ich denke, wir haben da was Gutes getan. Die Tasche ist jetzt auch um einige Kilo leichter. Und wir gehen jetzt nochmal in die Stadt, verteilen da, denke ich mal, nochmal an den einen oder anderen einen Energy Cake und eine kleine Flasche Wasser. Und damit wäre dann unser Auftrag für heute auch getan. Jeden Tag eine gute Tat. Also, komm mit. So, dann machen wir jetzt erstmal eine Pause. Natürlich hauen wir mal einen weg. Und wir haben noch Bananen, Wasser und natürlich die Energy Cakes. Und die gilt es jetzt zu verteilen, oder? Alles klar. Was da der Glück? 50 Cent. Dankeschön, Herr. Ja, gerne. Meine Hunderpack gesagt. Danke. Ja. Der Riegel und das andere, was er ganz einfach haben will. Danke. Dankeschön, Herr. Willkommen zurück in der Kammer des Schreckens. Abschließend möchte ich eigentlich nur noch mein Statement abgeben und sagen, es hat mir echt extrem viel Spaß gemacht. Ich danke dem Muskelmacher Simon Ulrich dafür, dass er dieses Vertrauen in mich hatte und in meinen Kameramann Chris für dieses Projekt. Er hat uns die ganzen Sachen zugeschickt, hat mit mir geschrieben. Also vielen, vielen Dank dafür. Und ansonsten kann ich eigentlich nur sagen, es hat echt viel Spaß gemacht. Es ist ein schönes Gefühl, Menschen was zu geben und die Dankbarkeit zu sehen. Man sollte vielleicht wirklich schauen, dass man öfter mal mit offenen Augen durch die Stadt geht. Denn auch mir hat es heute gezeigt, wenn man mal explizit darauf achtet, wie viele Obdachlose und wie viele Menschen, die sammeln und Pfandflaschen sammeln und so, wenn man explizit darauf achtet, dann fällt einem das erst auf. Man verdrängt das total. Und ich fand es richtig, richtig, richtig schön zu sehen, wie wir dem Herrn was gegeben haben und er einfach geht und nicht an der Frau, die bettelt, vorbeigeht, sondern ihr tatsächlich auch eine Banane gibt. Das war einfach der Hammer, also sorry, ich dachte immer, sowas wäre fake, wenn man das auf YouTube sieht, ja, aber es gibt tatsächlich noch Menschen, ja, die sich gegenseitig helfen. Und gerade, ich glaube, gerade die ganz unten sind, die helfen sich erst recht und das sollte uns vielleicht einmal zu denken geben. Damit bin ich raus und tschüss.
schöne Woche noch. Jo, wenn dir dieses Video gefallen hat, lass mir einen Daumen nach oben da und lass mich in den Kommentaren wissen, was du als nächstes auf meinem Kanal sehen möchtest in dieser Art. Ich bin raus, ich sage ciao, klick doch vielleicht einfach nochmal mein letztes Video an, wenn du noch Bock hast, in dem habe ich Eis verteilt, das hat auch sehr viel Spaß gemacht und damit wünsche ich dir einen schönen Tag. Ciao.